Kulturgut. Ja, ist das, sicher. Warum heißt es Burgunder? Das ist die Sorte, die Rebsorte. Das sind Rebsorten, es gibt ja. Pinot Noir. Also, darf ich Sie viel, oder wenn Sie wollen? Ja, ja. Nein, also Wein. Die Burgundersorten, das ja. Ist Pinot Noir, also der Rotwein Burgunder, Pinot Blanc, der Weißwein und was haben wir dann noch? Pinot Noir, Pinot Blanc, das sind eigentlich die beiden. Grauburgunder, Pinot Gris. Also drei Burgundersorten. Die kommen aus dem Burgund, diese Rebsorten. Ja, und sie wachsen hier gut? Ja, also naja, wir haben hier, wie gesagt, hier wird Wein seit 600 Jahren angebaut. Das haben die Zisterziensermönche damals schon gewusst. Wir haben einen guten Boden. Wir haben hier mehr Sonnenstunden als die Pfalz. Die ideale Voraussetzung für Wein. Sehr schön. Also für uns wirklich optimal. Rainer Südhang. Ich wünsche viel Erfolg. Ich werde noch die Flaschen filmen. Ich finde das richtig aussieht. Ja, es ist sehr hübsch. Und Sie heißen, also wie heißt Ihr Gut, Weingut? Weingut Klosterhof Türplitz, weil hier früher das Kloster der Zisterzienser war. Die hatten hier eine Zweigniederlassung, eine Grangie. Und hier lebten nur wenige Mönche, die nur den Wein angebaut haben. Ich denke, denen ging das ganz gut. Ja. Vermute ich. Dankeschön. Denn der Winzer muss im Winter ja immer probieren, jeden Tag. Ah, ja, ja. Also müssen. Schwere Arbeit. Na, Dankeschön. Und heute Abend werde ich Ihnen berichten, wie es schmeckt.